Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Did Not Finish. Heute haben wir ein ganz besonderes Schmuckstück dabei, nämlich Dark Souls. Und wir haben uns für dieses Spiel etwas Besonderes ausgedacht. Wie beim ersten Mal werden wir das Spiel wieder nicht durchspielen, oder es wahrscheinlich nicht schaffen, davon gehen wir stark aus, sondern werden uns an die Zeit des Weltrekordhalters im Any Percent, also in Any Percent heißt so viel wie spiel das Spiel so wie du Lust hast, und der Rekord des Weltrekordhalters Captain Toynton liegt momentan bei 41 Minuten und 13 Sekunden. Das heißt, so viel Zeit steht uns zur Verfügung, aber was ist die Aufgabe? Was ist das Rennen sozusagen? Diesmal geht es nicht darum, so weit zu kommen wie möglich, sondern so viele Seelen zu sammeln. Wir haben das selbst Soul Rush genannt und hoffen, ja, vielleicht wird das eine spannende neue Kategorie in diesem Spiel. Wir spielen erstmal gegeneinander und wir werden heute so ein bisschen die Highlights zusammenschneiden. Wir werden jetzt nicht alles zeigen, weil ich denke mal, ich werde einfach parallel das Video von Tore und mir zusammenführen und dann werden wir das Beste daraus sehen. So, und als allererstes, also das zählt natürlich noch nicht zum Run, werde ich mir meinen Charakter machen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir erstmal den Charakternamen so behalten, wie wir heißen, ja. Aber dass wir einen schönen Fischmenschen machen. Tore ist ein Fischmensch, ich werde auch ein Fischmensch. Das ist ein bisschen, ja. Aber ich möchte eine Fischfrau sein. Was sieht denn nach einem Fisch aus? Oh Gott. Ja, das nehmen wir. Maturity Hormones. Oh ja, schön bleich, das ist gut. Features nicht so stark. Und jetzt machen wir große Augen, die weit auseinander stehen. Was zum Geil? Das ist großartig. Sieht schon ein bisschen verzweifelt aus, langsam, um Gottes Willen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wie ein Fisch aussieht, aber es sieht auf jeden Fall witzig aus. Ice Spacing out. Ist schon. Ah, nein. So sollen wir sagen. Ja, sehr schön. Augen, genau. Eye Position. Oh, ich würde sagen, so mittig, ne? Irgendwie. Groß, große Augen. Oh ja, noch weiter nach außen. Das sieht gut aus. Ich probiere mal ganz wenig Nase zu machen. Ja, das sieht toll aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aha. Er begeistert mich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Sieht eher aus wie so ein Vogel oder so. Ich lasse ihn mal so. Ja, Lip Thickness. Ja, schön dick. Irgendwie hier so in der Richtung möchte ich ihn haben. Ach ja. Grün, ne? Grün-blau. Rot hast du gar nicht. Okay, jetzt ist der Joker. Ah. Was sieht denn am fischigsten aus? Ja. Hübscher Fisch. So. Passt. Initialize. Wow, was habe ich gemacht? Ich habe alles zurückgesetzt. Alles klar. Oh nein, ich habe alles weggedrückt. Gott, bin ich dumm. Okay. Wisst ihr was? Nochmal eine zweite Runde und diesmal in Fast Forward. Ja, so. Das ist unsere Fischfrau und wir spielen. Klasse. Wanderer, ich habe nämlich die Idee, eine Idee, für die ich ein bisschen Dexterity brauche. Ich möchte den Master Key, natürlich, weil man dann am Anfang überall direkt hin kann. Mal gucken, wir sind very slim, so. So, sieht doch gut aus. Accept. Ich glaube, ich nehme einen Ritter. Gift bekommt der... den Master Key. Was ist hier? Achso.
Ja, komm. So, er ist wunderschön. Er heißt Pesadus und dann geht es jetzt gleich los, ne? Noch einmal, es gibt 41 Minuten Zeit und nach dieser Zeit wird geschaut, wer am Ende die meisten Seelen hat. Und ich lege am besten direkt mal los. Wir starten an dem Punkt, wo das Intro zu Ende ist. Ich skippe es hier direkt mal, das wird eh keinen interessieren. Und das ist jetzt dieser Punkt. Und ich fange jetzt direkt an. Sobald ich loslaufe, fange ich an, ja? Alles ist klar. Es geht los. 3, 2, 1 und go! So, 41 Minuten und 13 Sekunden. Die Idee, die ich habe, ist erst einmal hier durch diesen Dungeon zu kommen. Hier, den Typen können wir einfach links stehen lassen. Den brauchen wir nicht. Den großen Dämon zu besiegen, so schnell wie möglich. Und dann möchte ich mir eine Waffe holen, nämlich die große Sense, die Great Scythe. Oder Scythe. Ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch genau ausgesprochen wird. So, also mir ist das auf jeden Fall bekannt, das Spiel. Ich habe das jetzt schon sehr, sehr oft mit Christoph gespielt. Aber noch nie unter der Voraussetzung, ich möchte möglichst viele Seelen am Ende haben. Ich bin ein bisschen gespannt, wie ich da laufen werde. Und hier kommt der dicke Dämon. Jawohl. Und weiter geht's. Hier, abhauen. Wir haben noch keine Waffe, deswegen können wir den noch nicht besiegen. Also laufe ich einfach vorbei. Diese Bonfires können wir übrigens alle aktivieren. Ich lasse sie einfach links liegen. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Das wird nur Zeitverschwendung. Leather Shield. Damit können wir diese Schüsse blocken, die hier kommen. Aber wir brauchen gerade erstmal nur eine Waffe. Und die liegt hier. Das ist unser Scimitar. So, eine meiner Lieblingswaffen auch von den Startcharakteren. Weil sie ziemlich schnell ist. Wenig Stamina verbraucht. Naja, aber das ist, glaube ich, alles abhängig davon, wie man das Spiel spielt. Und na, wir säbeln hier einfach durch den durch. Wie durch Butter. Ich habe einen Pfeil im Kopf, dass der... naja. Hier geht's lang. Genau. Hier rollt gleich eine Kugel runter. Der weichen wir aus. Und die macht uns diesen Weg hier frei. Dort treffen wir diesen jungen Mann. Ich habe vergessen, wie er heißt. Aber der gibt uns einen Schlüssel, mit dem wir weiterkommen. Und Estusflaschen. Das ist quasi unser Heiltrank. So, es ist mir auch egal, was er droppt, weil eigentlich kann das nur Müll sein. Falls er was droppt. Genau. Und dann sind wir auch gleich schon beim Asylum Demon. Das ist der erste Boss. Wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, wird er einem ein bisschen erschrecken. Oh je, oh je. Ah. Erstmal muss ich aber an diesen Knaben hier vorbei. Ja, beim ersten Mal wird er ein bisschen erschrecken, weil man noch keine Waffe hat und irgendwie kommt er plötzlich und dann muss man ihn besiegen. Aber es gibt ja die Fallattacke, die wir hier benutzen können. Wir springen einfach auf ihn drauf. Zack. Und direkt verliert er die Hälfte der Hitpoints. Das Spiel führt einen quasi schon direkt am Anfang ein bisschen in die Mechaniken ein, die wichtig sein werden. Auf Gegner drauffallen und schön dranbleiben und naja. Das sieht hier ganz gut aus, nach einem guten Kampf. Wenn er mit seinem Hintern nicht so nahe kommt. So, der wäre geschafft. Und dann können wir ins nächste Areal. Das ist quasi das Tutorial-Level gewesen. Das haben wir jetzt innerhalb von ungefähr 3 Minuten geschafft. Ja, das ist gut. Oh. Eigentlich hatte ich nicht vor, hier Estus zu trinken, aber na gut. Den nehme ich nur mit aus Sicherheit, weil eigentlich ist er auch vollkommen egal. Komm schon. So. Hui. Oh. Ja. Erster Boss und ich verkacke. Sehr schön. Nein! So, er ist down. Gut, alles klar. Ich trinke einfach, weil es egal. Also Estus. So, und ich will hier weg. Die werde ich nicht töten, die hier warten. Also eigentlich warten hier doch welche immer, oder? Ach nö, erst beim zweiten Besuch. Hier unten liegt eine Seele. Ich weiß gar nicht, ob die sich lohnt. Ach, komm schon. Wahrscheinlich nicht, aber...
Auch die möchte ich mitnehmen, wenn ich schon die Möglichkeit dazu habe. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich laufe hier in eine Katakombe. Das ist eine Region, in der man erst später sein sollte. Die ist nämlich ein bisschen zu schwer für dieses Level. Aber hier liegt eine coole Waffe. Wenn ich hier vorbeikomme, kann ich mir die schnappen. So. Dafür müssen wir aber 3 Schalter aktivieren, die hier verteilt sind. Und, ich darf dabei nicht sterben. Ich muss mir hier ein bisschen Auszeiten nehmen immer wieder mal. Und ein paar Flaschen trinken. Ich gehe davon aus, dass ich mindestens 1 bis 2 Mal sterben werde bei diesem Versuch. Und dieses Bonfire da unten konnte ich nicht aktivieren, weil Gegner in der Nähe standen. Ach, ja, dann nicht. Oh. Fängt ja gut an. Komm schon. Warum ich die Skelette nicht besiege ist oder angreife ist, die halten einfach eine ganze Menge aus und in dieser Region hier stehen so Nekromanten rum und die beschwören die Skelette wieder. Die stehen halt wieder auf, wenn ich sie kaputt gehauen habe. Deswegen lohnt es sich gar nicht erst, die Skelette kaputt zu machen, ja. Auch wenn es hilfreich wäre. Die Nekromanten selbst halten auch eine ganze Menge aus. Die kann ich mit meiner Startwaffe, die ich jetzt gerade habe, nicht wirklich moschen. Das würde ewig dauern. Stattdessen probiere ich jetzt einfach hier durchzulaufen und nicht zu krepieren. Hier hinten liegt noch eine dicke Seele, wenn ich mich hier irre. Die nehme ich mit als Backup. Wow. Das sieht ganz gut aus. Ich habe schon 2 Schalter geschafft, ohne dass ich gestorben bin. Ja. Wenn ich jetzt sterbe, das wäre richtig bitter. Warum denn? Hier steht ein Nekromant, der macht nichts. Soll mir recht sein. Shit! Ja, das ist mein erster Tod. Da unten ist noch ein Schalter. Und dann komme ich zu einer kleinen Tür. Und hinter dieser Tür liegt die Waffe. Und ich bin gestorben. Juhu! Toll. Von einer Ratte umgebracht worden. Ich denke mal, ich werde ganz normal zum Taurus-Dämon kommen. Also das ist der erste Boss, der intendiert in dem Spiel gekillt werden sollte. Also wenn man nicht gerade speedrunnt und das ganze Spiel aus den, ja, aus seinen Grundfestungen rausreißt. Ich werde zum Taurus-Dämon gehen, den kaputt machen, der bringt mir eine ganze Menge Seelen. Und dann versuche ich noch, zu den Gargoyles zu kommen. Die bringen mir nämlich auch noch ein paar Seelen. Die töten mich nur wieder und bringen mir keine Seelen. Hier wollte ich eigentlich auch nur schnell durch, weil ich glaube nicht, dass sich das wirklich lohnt. Er sagt er und nimmt alle noch mit, ne? Ja, das ist natürlich auch gut, wenn ich nach Möglichkeit viele backstabbe, weil, ja, spart Zeit, hoffe ich. Oh ja, kein Endboss. Düdüm. Ich hätte mir natürlich auch mal vorher im Internet angucken können, wo überall Seelen liegen, die es sich lohnt abzuholen. Also ich glaube da drüben nicht, von daher mache ich das mal nicht. Hier kommt ein Drache, okay. Hier sehen wir unsere Seelen, die konnte ich jetzt noch aufheben. Das sind ganze 78, ja, ist nicht nichts. Also, und wir sind schon wieder gestorben. Scheiße! Okay, das ist das, das Ärgerliche, was leider passieren kann. Wir haben noch nicht wirklich, wir haben kein hohes Level, wir halten nicht viel aus und ich gehe davon aus, wenn ich unten den Schalter umgeschaltet habe, werde ich noch einmal sterben, weil da wieder hochzukommen ist sehr, sehr schwierig. Aber ich habe mir vorgenommen, solange das noch unter 15 Minuten im Run ist, ziehe ich das durch. Wenn das nicht klappt, dann muss ich mit der Waffe, die ich jetzt gerade habe, einfach losziehen und gucken, wie viel ich klöppeln kann. Ich schätze mal, Tore wird jetzt mittlerweile ungefähr beim, bei der Hälfte der Undead Berg sein, bestimmt. Also da ist er sicherlich schon recht weit. Was ich auf jeden Fall ein bisschen aufleveln möchte, ist,
Endurance. Ja, das klingt gut. Und dann geht's jetzt weiter. Ich gehe nicht zum Händler, weil ich glaube, das ist unnötig. Huch! Wo kommt ihr denn alle her? Ich hatte ihn doch! Ja gut. Naja, also das heißt, man muss sich selbst überlegen, welche Route ist am günstigsten, wo kriege ich am meisten Seelen? Schon von Haus aus, weil du da ohnehin langläufst und Gegner kaputt machst. Und wo kriege ich eine Waffe her, die relativ schnell durch die Gegner durchkommt? So, jetzt müssen wir hier einmal diese beiden Stockwerke runterlaufen. Das ist gar nicht gut. Da kommt noch ein Skelettfreund. Hallo, Freund. Jetzt muss ich hier an den Necron noch vorbei. Und yes, das ist der dritte Schalter. Fürchte, ich werde hier wieder elendig krepieren, weil hier so viele Gegner jetzt angekommen sind. Ah, okay, das geht. Oh, die springen alle weg. Das ist gut. Günstiger könnte es nicht gehen. Oh, und hier hinter. Aha, ja. Hier müssen wir einmal runterspringen. Und... ja, ich hab's geschafft. Ich habe die große Sense. Okay, eine Sache habe ich mir noch vorgenommen. Wenn ich die große Sense habe, bin ich hier schon quasi fast in der Gegend von einem Boss. Zu dem zu kommen, ist allerdings völlig schwer. Und ich denke mal, ich werde es nicht schaffen, weil hier eine ganze Menge fieser Gegner rumstehen. Ich werde es trotzdem probieren. Wenn ich sterbe, respawne ich an dem Punkt, wo ich weitergehen will. Das macht nichts. Der Gegner, den ich meine, ist nicht dieser Dicke hier vorne. Der ist mir, glaube ich, ein bisschen zu krass. Was ich mir stattdessen vorgenommen habe, ist hier lang zu laufen. Oh, hier liegt sogar noch was. Was ist das? Oh, noch eine Seele. Ja, das ist gut. Können wir als Backup quasi ganz gut benutzen. Hier unten kann man auf diesen Sarg springen, ohne viel zu verlieren. Oh, daneben. Schade. Ah, hier sind Gegner. Hier sind Gegner. Okay, vergiss es. Ich hatte drüber nachgedacht, ob ich Pinwheel mache. Das ist ein eigentlich relativ einfacher Boss, den man mit dieser Waffe, glaube ich, schon schaffen könnte. Aber da müsste ich ungefähr an 20.000 fiesen Skeletten vorbei, die alle gemein sind. Und, naja... stattdessen, ja, fange ich jetzt mal den Run quasi an. Also wir haben 0 Seelen und jetzt haben wir eine dicke Waffe stattdessen. Ah, ja. Ich will sie aber vielleicht einhändig tragen. Es sind ja schon 12 Minuten vorbei. Okay, bevor ich ihn erledige, muss ich hier oben die klären. Das weiß ich noch. Hallo. Und der andere guckt nur, lass meinen Freund in Ruhe. So. Damit kannst du... oh, was hat er... Titanite Shards, ja gut. Ja, Waffen upgraden halte ich auch für sinnvoll. Und los geht's. Da oben wartet er doch gleich. Ja, da ist der Kollege. Ich werde mich ihm nicht im Kampf stellen und ich werde auch nicht versuchen, ihn hier irgendwie runterzuschubsen oder so, weil das kriege ich eh nicht hin. Sondern ich werde einfach immer schön diese Plunging Attacks machen. Wo bist du? Tod Nummer 3, 4? Ich weiß es nicht genau. Er sieht nicht so gut aus. Ich habe das Gefühl, Tora ist wahrscheinlich schon total weit und hat eine ganze Menge Seelen gefarmt. Sehr schön. Ich dachte für einen kurzen Moment, er hat mich. So. Lauf! Geh! Schneller! Schneller! Oh. Also er kann einen halt noch auf dieser Treppe erwischen und das wäre echt unschön. Da hätte ich ja überhaupt keinen Nerv drauf, wenn er mich da erwischen würde. Dann müsste ich ihn ja komplett von vorne machen. Ich bin echt ein bisschen angespannt, weil ich... ja, ich glaube, ich habe den... ja, er kriegt mich, oder? Ja. Das ist okay. Lohnt es sich da eigentlich nochmal hochzulaufen? Ja, ich glaube schon. Oh, komm.
Lass mich. Was ich jedenfalls sagen wollte, ich habe ihn gar nicht so oft gemacht bisher, weil der eigentlich immer ganz gut lief. Also es war auch das erste Mal gerade, dass er mich getroffen hat. Aber naja, es gibt immer ein erstes Mal. Von daher ist das schon okay. Ja, diesmal hast du mich nicht getroffen. Du war blöder Dämon. Schwupp. So. So, Geschichte. Hä? Achso, ja, er hat mich einfach geblockt, auch wenn er nicht mehr da war. Naja, das ist passiert. Ja. Homeward Bones. Sehr gut. Krieg ich noch bitte Erfahrung? Sehr gut. Hier gibt es irgendeinen Drop. Irgendwo hier, glaube ich. Ah, ja, hier kommt ein Drache. Vor dem müssen wir uns nicht fürchten. Der fliegt vorbei. So, den Knaben hier können wir vielleicht gleich mitnehmen. Zack, ja. Die schwere Attacke ist tatsächlich ein Rundumschwung. Und wenn da viele Gegner in der Nähe stehen, kann ich die gleich alle mitnehmen. Das kostet mich zwar die Hälfte meiner Stamina, also meine Ausdauer, das ist der grüne Balken, den ihr oben seht. Aber es ist irgendwie wert, weil man damit nicht wirklich verfehlen kann. Und es macht mir Schaden und tötet die Gegner hier in einem Schlag. So, das ist unser neues Bonfeuer, unser neues Lagerfeuer. Wenn wir hier uns einmal hinsetzen, können wir, wenn wir sterben, dort wieder anfangen. Upsidu. Ah, was mit dem? Ja, okay, so, tschüss. Da kommt noch einer, den nehmen wir gleich mit. Der hat auch noch Seelen. Drachen und Abkürzung holen. Ach, bis hierhin? Ja, okay. Das war anders gedacht gerade. Oh, ich habe gerade die ganze Zeit Angst, dass er hier schon Feuer speit. Gut, hat er nicht gemacht. Sehr schön. Wie muss ich jetzt weiter? Hier irgendwie? Ach ja, und hier kann ich die Leiter runter schmeißen. Ich könnte eigentlich auch seinen Schwanz ihm abhacken, also dem Drachen, den Hellkite-Drachen. Allerdings müsste ich dafür mir jetzt noch einen Bogen holen und alles andere noch und ich glaube, das spare ich mir. Ich habe da einfach... Ich glaube, dafür lohnt es sich nicht. Also die Gegner sind zu schwach, als dass ich da wirklich glaube, dass sich die Waffe lohnt. Also bleibe ich einfach... Was trage ich eigentlich im Moment? Broadsword. So. Wir haben es jetzt schon fast gleich geschafft und sind bei unserem ersten richtigen Boss angekommen, also abgesehen vom Tutorial-Boss jetzt. Hier, der wirft da so eine Truhe runter, genau. Ja. Fies, fies. Wenn man zum ersten Mal spielt, geht man natürlich drauf, weil man es nicht weiß. So, hier oben in diesem Turm befindet sich nämlich ein ja knackiger, frischer Taurendämon hinter diesem Portal. Er kommt noch nicht von Anfang an. Deswegen haben wir ja ein bisschen Zeit, uns hier vorzubereiten. Und da oben springen wir gleich, wie beim ersten Boss, nämlich auch runter auf den Gegner und zeichseln ihn dabei. So, komm, flieg los. Oh, wie oft willst du noch Feuer speien? Komm. Flieg. Okay, ich versuch's einfach so. Ja, ich bin so ein Vollidiot. Und tot. Tot, tot, tot. Komm schon. Oh, 5000 Seelen. 5000. Oh nein. So, ins Gesicht. Tada. Und es ist nicht so, dass dieser Boss hier ein Selbstgänger ist. Es kann durchaus sein, dass ich bei dem... Oh, Kamera, hilf mir! Ja, der größte Feind in diesem Spiel ist manchmal die Kamera. Vielleicht bin ich aber auch nur wahnsinnig schlecht gerade. Ich roll mal erstmal hier ein Stückchen weg. So, ich möchte nämlich wieder auf den Turm krabbeln.
Und dafür brauche ich ein bisschen Abstand. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, er kann da auch nach oben hauen, nämlich. Und dann falle ich die Leiter runter und bin vielleicht tot. So. So, noch einmal. Und den Rest können wir jetzt, glaube ich, mit normalen Angriffen schaffen. Wie beim ersten Boss auch. Das Spiel bringt einem quasi ganz gut bei, wie man hier vorgehen sollte und kann. Das Gute ist, wenn man nah mit dem nah am Gegner dran ist, also quasi sozusagen kuschelt, dann kann der eigentlich viel anhaben, weil sein Hammer mehr nach vorne geht. Also weiter weg von ihm. Genau. Und tschüss. War schön mit dir. Oh, gut, dass das geklappt hat. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Drops mir holen möchte, aber wenn sie dort alle stehen, dann auf keinen Fall. Oh. Komm. Schön. Von dem möchte ich jetzt nicht getötet werden. Natürlich hatte er die gleiche Idee wie ich. Und? Komm, nochmal. Uhuhuhuhu. So. Das erste Mal, glaube ich, dass das jetzt geklappt hat. So wie ich es wollte. Ich könnte jetzt theoretisch auch Seelen grinden, indem ich ständig hier hin und her laufe und den Drachen da seine Kumpels kaputt machen lasse. Ich glaube allerdings, das ist nicht effizient genug, um zu gewinnen. Ich lasse ihn das einmal machen. Und wenn man diesen Boss hier kennt, dann weiß man, dass wenn man hier ein bisschen rumsteht, er gleich runterkommt. Wenn ich jetzt loslaufe, dann verbrutzelt er mir den Hintern. Das heißt, ich krepiere einfach. Und komme nicht dahin, wo dahinter diese kleine Statue zu sehen ist. Ah, jetzt zeige ich es euch. Ich kann aber hier durchlaufen. Und das Coole ist, dahinter ist ein Bonfire. Hier kann ich quasi wieder seinen Speicherpunkt aktivieren. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass der jetzt nicht kommt. Sobald ich es einmal aktiviert habe, fängt er an wegzufliegen. Das heißt, jetzt bin ich sicher. Tschüss, Drache. Da fliegt er. Und kann ins nächste Areal. Das geht ein bisschen schneller, als wenn man unten langläuft. Da gibt es auch einen Weg. Da würde ich dann woanders langkommen. Da muss ich aber an ein paar Gegnern vorbei, die eher nervig sind. Boah, und alle. Wer schießt denn da auf mich? So, die brauche ich auf jeden Fall. Komm. Ist hier jetzt noch neben mir einer? Nee, okay, gut. Oh, wie schlecht das war. Keine Estus mehr. Okay, was mache ich dann jetzt? Erstmal muss ich den hier weglocken. Ich glaube also hier hoch. Und probiere jetzt hier. Oh, hier sind auch Gegner. Hier an ihm vorbeizuspringen. Und hier runterzukommen, genau. Hoha. Huh. So, hier wartet schon der nächste Hinterhalt auf uns. Dieser junge Mann hier, nämlich nicht alleine. Hier sind überall noch andere Kerle. Nein, nein, nein! Warum denn? Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Oh. Dann muss ich die wohl wirklich alle machen. Ja. Wie sind wir eigentlich zu diesem Spiel gekommen? Ich meine, es kommt so aus dem Nichts oder aus dem, ja, keiner weiß, warum wir plötzlich dieses Spiel spielen. Tobo und ich spielen eigentlich in unserer Freizeit relativ viel Dark Souls und erkunden die Welt hier immer wieder mal oder schauen uns Speedruns davon an oder verschiedene andere, ja, Videos, Content, manchmal zur Lore, also zur Geschichte des Spiels, manchmal aber auch zur Mechanik und was man so eben alles machen kann, Lustiges. Und haben uns irgendwie auch überlegt, wir müssen das Spiel mal auf den Kanal bringen. Und ich glaube,
Man könnte jetzt probieren, da einen Speedrun rauszumachen und das wird alles so halbgar was werden, vielleicht auch. Also, sondern so gut sind wir vielleicht auch nicht in dem Spiel. Aber so eine neue Kategorie mal zu erzeugen als Speedrun wäre doch auch mal was. Das war zumindest mein Ansatz. Jetzt bin ich mir nicht mal ganz sicher, wo wir hier sind. Ah, doch, ich weiß. Ah, ich zeige euch was Witziges. Man kann nämlich Gegner backstabben und man würde nicht glauben, dass es auch mit dieser Waffe hier geht, aber es geht. Oh shit, er hat mich gesehen. Dann wird das wohl nichts mit den Backstabs. Ups. Ich wollte ihn nicht pieksen. Nicht treten. Shit, der hat halt auch ein Schild. Und der hält ganz schön viel aus. Oh shit. Oh shit. Bei dem sollte ich vielleicht nicht sterben. Nein, 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 nein. Komm, komm. Sei lieb. Sei lieb, sei lieb, sei lieb. Lass mich erstmal trinken. Dann können wir weiterreden. Oh weh. Ah, ich wette, Tore wird den einfach parryen. Man kann gegnerische Attacken quasi. Oh je. Wenn er das macht, dann kann er das auch. Dann kann er meine Attacke blocken und mich zurückangreifen. Das will ich nicht. Stattdessen will ich ihm einfach die Fresse hauen. Yes. Ey Leute, das ist mega anstrengend für mich, weil ich hier auch nicht unnötig Kram machen möchte, sondern halt nur dann, wenn es notwendig ist. Trink, 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 trink. Da kommt einer hochgelaufen, das habe ich gesehen. Ach, der steht da unten, okay. Nicht runterfallen. Das wäre jetzt ganz schlecht. So. Ich brauche ein Alluring Skull. Und los. Komm. Das magst du doch. Geh hin. Geh ins Feuer, geh ins Feuer, geh ins Feuer, geh ins Feuer. Bleib im Feuer. Bleib im Feuer. Los, los, los! Ich muss das jetzt sicher machen. Bitte, bitte, bitte krieg Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Mehr Schaden, mehr Schaden, mehr Schaden, mehr Schaden. Sehr schön. Oh. Was ich eigentlich gerne tun würde, ist, meine Waffe abzugraden. Dafür brauche ich aber ein bestimmtes Material, nämlich Titanite Shards. Die findet man zufälligerweise bei Gegnern, bei einigen, nicht bei allen. Aber ich glaube auch an bestimmten Spots im Spiel und ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wo die liegt. Wo diese Spots sind. Deswegen müssen wir erst einmal so zurechtkommen. Aber hier unten gibt es nämlich einen Schmied, noch eine Etage tiefer quasi. Erstmal aktiviere ich das Feuer. So. Hier unten gibt es einen Schmied und der kann unsere Waffe upgraden, wenn wir ihn lieb drum bitten und ihm einen Titanite-Shard mitbringen. Leider habe ich keinen. Mal gucken. Oder habe ich einen gefunden? Ich glaube nicht. Ich will einmal schauen. Reinforced Weapon? Nö, ich habe keinen Titanite-Shard. Hier unten gibt es einen dicken Dämon. Ich habe drüber nachgedacht, den zu besiegen, aber ich glaube, der ist mir ein bisschen zu unsicher. Ja, okay. Ich glaube, ich poppe eine Humanity, um nochmal ein bisschen Leben zu bekommen. Ich will versuchen, auf jeden Fall bis zum Bonfire zu kommen. Die sind mir egal, weil die bringen eh nichts. Da liegt irgendwas auf dem
auf dem Balken da, aber das ist mir auch egal, weil was soll das schon sein? Es könnten Seelen sein, dann sind sie eigentlich ganz wichtig. Gut. So, wir haben hier leider nur noch 3 Flaschen. Wenn das jetzt beim ersten Mal nicht klappt, werde ich drüber nachdenken, mir vielleicht Humanity zu benutzen, dann kann ich nämlich das Bonfire da verbessern. Dann kriege ich insgesamt bis zu 10 Flaschen. Das könnte ich vielleicht benötigen. Wobei, ich könnte da hinten auch den Aufzug benutzen und zu dem ersten Lagerfeuer gehen. Da habe ich nämlich automatisch 10 Flaschen am Anfang. Er hält relativ viel aus, aber wir brauchen uns, glaube ich, keinen großen Kopf machen, weil der ist so langsam. Und ich habe so viel Reichweite mit meiner Waffe, dass ich einfach ein bisschen warten kann, bis er angegriffen hat. Ich könnte auch um ihn herumlaufen, gucken, ob das was macht und ihm... Ja, das war gut. Oh, das war so viel Schaden, weil ich ihm, glaube ich, Bleed Damage gemacht habe. Ich wusste gar nicht, dass die... Das ist ein Titaner Charge. Ich kann meine Waffe upgraden. Machen wir das? Machen wir das. Ja. Ich gehe jetzt erstmal zum Schmied, grade meine Waffe ab. Puh. Hier darf mich auf keinen Fall einer treffen. Oh. Juhu. Geschafft. Das nächste Bonfire. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich gerade wirklich viele Seelen habe und ich jetzt auch upgraden kann. Das war nämlich der Plan. Warum springe ich immer? Naja. André, mein Held. So, hier möchte ich eigentlich noch hinkommen, ganz gerne. Sans Fortress. Wobei, so wie ich mich gerade anstelle, nicht. Ja. Mal schauen, was er hier zu mir... Ich könnte auch den Dämonen versuchen. Wenn ich den packe, dann hätte ich natürlich nochmal unglaublich viele... ja, komm. Die Geste muss man mitnehmen. Dann hätte ich natürlich nochmal unglaublich viele Seelen. Für das nächste Upgrade brauchen wir 1 oder 2 Titaner Charts. Ich glaube, das werden wir in diesem Spiel nicht mehr sehen. Ich habe jetzt nämlich noch ungefähr 10 Minuten. Das ist mir gar nicht mehr so viel. 41,13 war das, ne? Ja. Ach so. So. Wie viel kostet ein Langschwert bei ihm? Den Gegner, den wir jetzt gerade besiegt haben, den Dicken, der kommt nicht wieder. Der ist uns jetzt quasi erspart. Es gibt einige Gegner, die muss man nur einmal besiegen, dann bleiben sie quasi immer tot. Kann ich mir... Achso, hier kann ich mir das angucken. Aber die Parameter-Boni sind besser. Na, noch eine Seele oder sowas? Titan. Wow. Okay, ich bin ein bisschen versucht, drüber nachzudenken, einmal zurückzugehen und die nochmal abzugraden. Ja, ja. Was habe ich gerade getan? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal hier hochgehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade, weil ich habe 8300 Seelen. Wenn ich die verliere, dann habe ich, ja, dann habe ich nichts mehr. Da habe ich nur noch meine Backup-Seelen, die ich gesammelt habe. Das ist nicht nichts, aber es ist nicht 8000 Seelen, leider. Der Knabe hier sollte nicht so problematisch sein. Ich werde jetzt einfach mal gucken, wie viel hier die Kollegen in der kleinen Kapelle da droppen. Und ja, vielleicht komme ich ja noch weiter, vielleicht aber auch nicht. Ach, meine Mama glaubt an mich. Sie hat gesagt, ich werde es schaffen. Okay, dann schaffe ich das. Ach, come on. Oh, der kann doch nicht immer perfekt blocken. Oh nein. Du sollst nicht trinken. Das ist eine Sache, die sehr nerven kann, dass die Gegner hier auch trinken können. So. Gut. Den haben wir aus dem Weg geräumt. Das ist das erste Hindernis. Jetzt kommen ungefähr 20.000 kleine Zombies. Die müssen wir aus dem Weg räumen. Und dann schießt dieser Typ auch noch auf uns. Ich weiß aber nicht, ob ich... Jetzt bufft er die. Weiß ich, ob ich den direkt zu dem gehen soll. Ich glaube, ich will erstmal seine Knaben hier aus dem Weg räumen. Ich denke, ich werde ein bisschen mehr Schaden noch brauchen. Wenn die schon so lange für mich brauchen, dann, ja... Dann wird das nix.
Dafür bin ich zu schlecht und ich möchte die Kathedrale auf jeden Fall schaffen, weil der Boss alleine gibt mir schon unglaublich viele Seelen. Und ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich habe noch ungefähr 5 Minuten. Okay, alle weg, kommt hier. Wie viel können wir hier machen? Ja, das sieht gut aus. Ah, shit. Macht natürlich ein bisschen Schaden hier mit seinen Projektilen. Bei 300 Zielen. Ob Christoph das schafft? Ach, komm. Come on. Yes. So, den haben wir auch geschnappt. Perfekt. Der kommt auch nicht wieder. Bringt uns 1000 Seelen. Das ist gar nicht wenig. Und jetzt müsste ich hier oben die Leiter hoch und dann die Gargoyles machen. Ich habe noch 5 Minuten. Und ich glaube, es wäre besser, wenn ich noch einmal zurückgehe. Und mich voll hochheil, bevor ich das angehe. Ich habe jetzt auch schon 10.000 Seelen. Das ist echt ganz gut. Glaube ich. Läuft bei mir. Ich werde ein ganz kleines bisschen was an Rüstung anlegen. Ja, irgendwie sowas. Idiot. Nein, zu schwer. Perfekt. Habe ich noch was an sehr... Heilen. Und jetzt will ich noch mal ganz kurz gucken, ob ich meine Waffe noch einmal upgraden kann, weil, ey, das war einfach so ein glücklicher Drop da mit diesem zweiten Titaner-Chart. Das wird mir erheblich helfen, auf jeden Fall. Komm schon. Ja, ich kann sie noch einmal upgraden. Plus 2. 120 Schaden. Riesenreichweite. Schnelle Animation. Was wünscht man sich mehr? Okay, dann machen wir jetzt hier den großen, schwarzen, bösen Mann. Genau, hau alles kurz und klein. Das darfst du. Aber komm. Ich überlege gerade, ob ich... Ich benutze jetzt meine Seelen. Ich pop jetzt erstmal ganz in Ruhe meine Seelen und dann mache ich mir leicht die Entscheidung, ob ich die Gargoyles mache oder nicht. So. Haut aber schon ordentlich zu. Oh, den habe ich mir irgendwie schwerer vorgestellt. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin mit den Gargoyles, ich habe da wenig Übung mit denen. Also meistens habe ich mir dafür jemanden beschworen und dann habe ich das zu zweit gemacht, weil das ist nicht nur ein Gegner, sondern das sind gleich zwei. Ich muss hier an dem Knaben hier wieder vorbei. Ich hoffe, der killt mich nicht schon vorher. Dann aktivieren wir hier den Fahrstuhl. Und ich muss natürlich... jetzt muss ich damit einmal rauf und runter fahren. Ich habe noch 3 Minuten. Ah, okay. In der Zeit kann ich schon mal... Ich habe gerade ein bisschen Stamina-Problem. Nein! Oh, okay. Also da oben liegen jetzt 13.000 Seelen. Wenn ich jetzt sterben sollte, ohne sie wiederzubekommen, habe ich 0. Und ich habe gerade meine gesamten Seelen aus dem Equipment schon benutzt. Ach ja, und ich habe noch 3 Minuten Zeit. Ich glaube, ich sollte meine oberste Priorität erstmal machen, diese Seelen wiederzubekommen. Oh, ob ich die noch pack, die Gargoyles, ich weiß es nicht. Das wird jetzt echt so... Was machst du denn? Warum krieg ich den nicht? 4. Und ich sterbe auch noch. Das sieht nicht gut aus für mich. Und ich habe noch ungefähr 2 Minuten. So, ich habe ein bisschen Schiss vor dem hier. Der kann ein bisschen unberechenbar sein an einigen Stellen. Komm schon. Ich hasse, dass er schildert. Ich hasse es. Aber hier unten habe ich eigentlich den Vorteil, weil... Oh, er ist tot. Oh, 210.
Okay, ich habe meine Seele wieder. 14.000. Und jetzt habe ich noch 2 Minuten. Ich schaffe es innerhalb dieser 2 Minuten nicht, die Gargoyle zu besiegen. Ganz sicher nicht. Die Stelle. Sehr schön. Gut. Yay. Aber ich guck noch mal mich hier ein bisschen um, ob ich vielleicht hier noch Seelen finde, die rumliegen oder irgendwas. Ja, da. Ja. Was? Oh, ernsthaft? Einer von denen kommt dann noch. Ah, die letzte Minute. Nein. Nein, ich hab grad 0 Seelen. Das ergibt doch keinen Sinn. So, und jetzt habe ich noch 1 Minute Zeit. Gibt's hier noch Gegner? Ja, hier gibt's noch ein paar von den Boulder Knights. Oh, oh, ich habe ein bisschen Schiss. Wenn er mich jetzt in der letzten Minute kaputt macht, dann bin ich einfach geliefert. Ich werde jetzt ein bisschen vorsichtig spielen, hier ein bisschen mit dem Schild. 30 Sekunden noch. Das wird hier nichts mehr. Ich laufe jetzt noch einmal zu den Seelen hin, die ich habe, und hoffe, dass ich die wenigstens noch bekomme. Ah ja, genau. Hier hinten findet man nämlich auch noch einen NPC, der in Wirklichkeit ein fieser Arsch ist, aber weil wir freundlich sind und es noch nicht wissen offiziell, helfen wir ihm einfach mal. Komm. Ah. 15.900 Seelen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Resultat. Und. Ich bin eine Sekunde drüber. Egal. 3, 2, 1. Ich habe mich ein bisschen verzählt. Ich muss hier rückwärts zählen, deswegen. So, ja, damit ist der Run vorbei. Und, ja. Ich glaube, das Ergebnis war dann, dass ich ungefähr 800 Seelen hatte. Ach, Leute. Das ist ja ein Witz. Alles andere wäre ja okay gewesen, ein bisschen mehr oder so. Ich hätte ja gehofft, dass ich so bei 8000 lande. Das wäre ein Traum gewesen, aber jetzt gerade am Ende wurde ich noch nervös, dann musste ich gegen diesen komischen Typen auf der Treppe kämpfen, wodurch ich irgendwie die Parry nicht bekommen habe, alles blöd. 15.939 Seelen. Ist, glaube ich, ein Resultat, das sich fürs erste Mal ganz gut zeigen lassen kann. Und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man vielleicht mit einer anderen Waffe startet und direkt losmoscht, anstatt erst diese Waffe zu besorgen, dabei 5-mal stirbt. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, was Toro gemacht hat. Ich glaube, wir werden danach oder in der Folge dieses Videos vielleicht noch einmal zusammen moderieren und mal schauen, wer gewonnen hat, darüber noch was sagen. Ja, der Run ist vorüber und wir haben uns nochmal zusammengesetzt und wollen kurz nochmal drüber reden. Das Endresultat war dann am Ende doch besser für Tore, als er dachte. 2774 Seelen. Das hätte mehr geben können, wenn er nicht so viel ausgegeben hätte für Blödsinn. Also, wir haben eben gerade das nochmal gesehen und ich denke mir jetzt im Nachhinein, oh mein Gott, was habe ich denn da alles getan? Was für ein Blödsinn. Ich habe mir eine Waffe unnötigerweise gekauft, ich habe unnötigerweise Stats gekauft, das hat nichts gebracht. Und wenn ich das alles nicht gemacht hätte, dann wäre das vollkommen anders gewesen. Und ich habe unglaublich viel Zeit damit verschwendet, einfach im Menü ein bisschen hin und her zu switchen, umzugucken. Wenn man die Seelen zusammenzählt, die du insgesamt, glaube ich, hattest, dann wärst du ungefähr auf dem gleichen Stand gewesen wie ich. Oder vielleicht sogar höher. Ich hab's nicht. Wir haben es nicht zusammengezählt. Vielleicht müsste man das nochmal machen. Aber ich glaube, 16.000 Seelen ist ungefähr erreichbar, leicht erreichbar irgendwie auf dem Stand, so wenn man ungefähr eine Route hat. Aber ich glaube, es geht noch besser, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber als allererstes verneige ich mich vor dir, Christoph. Oh, süß von dir. Ja, es wird auf jeden Fall ein Rematch geben, auch in diesem Spiel. Also, nicht unbedingt der erste Teil, aber vielleicht der zweite oder dritte Teil. Ja, vielleicht machen wir auch den ersten nochmal, um nochmal zu gucken, wie man die Route optimieren kann. Aber ist noch ein bisschen offen. So, schauen wir uns dann nochmal an. Genau. Genau. Und, was haben wir gelernt? Auf jeden Fall
einfach durchrushen. Also mir ist auch noch aufgefallen, dass ich hier einfach alles immer mitgenommen habe, was natürlich absolut blödsinnig ist. Ja. Ich habe auch sehr viele Gegenstände von Gegnern aufgenommen, die völlig unnütz waren. Also die meisten Gegner droppen keine Seelen, sondern halt Rüstungsgegenstände, die du kaum gebrauchen kannst am Anfang des Spiels. Naja. Und vielleicht würde es mich auch nochmal interessieren, wie man einfach mit dem Scimitar das Spiel macht, anstatt die Waffe vorzuholen. Das hat mich, glaube ich, insgesamt 4 Minuten gekostet oder 5 Minuten. Die hätte ich ja auch anderweitig mit Seelenfarmen verbringen können. Mal schauen. Wir gucken uns das nochmal an. Und es hat uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, und wenn es euch gefällt, dann gefällt es uns, wenn ihr uns ein Like da lasst. Ja, oder ein Abo oder irgendwas, was uns gut tut. Genau. 5 Euro, ein Bier. Genau. Ja, oder eure Seele. Ja, wo wir schon beim Thema sind. Ja, eure Seele. Wir wollen ja eure Seelen. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.